Ich bin hinter dir. Nein, ich bin vor dir. Du schummelst. Ja. Guck dir die an, die ist schon vorgelaufen. Boah. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Das meint ihr wirklich ernst, oder? Ich habe einmal von einem Stasis-Zauber wie diesem gehört, aber ich habe es nie selbst ausprobiert. Kommt mit mir. Es wird schön sein, einen anderen Magier als Weggefährtin zu haben. Ja, kommt mit mir. Ihr habt gesagt, 1500 Jahre habt ihr das gelernt. Mann, bist du eine alte Schachtel. Hast dich aber gut gehalten, ha? Oh, Back Reaper. Und ich brauche dafür nur ein paar Wochen. Naja, streng genommen, wenn ich jetzt mal aneinander kenne, ist vielleicht ein paar Stunden. Puh, was haben die? Ach, haben die Albtraum? Diesen Albtraum hab ich genau. Zack. Am. Ja, Mann. Überquert die Brücke über die schwarze Schlucht. Haben wir. Bin den Außenposten von Kasim. Und da fliegt der Kopf. Boor. Ach, guck an. Ein Wegpunkt. Oh, ich habe schon wieder das Skorpion zertreten. Teller des Blutes. Lass mal da reingehen. Scheint klein zu sein. Schnell weg, da kommt der Dünenhai, oh mein Gott. Die Hunde sind angelegt. Ich sollte daraus meinen Nutzen ziehen. Boah. Let the dogs out. Ratten, Ratten, Ratten. Ach, der labert hier. Was, wie, was, wo? Er hat sich unter den toten Kadavern verbergt, damit die Hunde ihn nicht auffressen. Ist ein ganz harter. Und clever. Ja, das auch. Hat es hier unten jetzt groß was gebracht? Eigentlich überhaupt ja nicht. Oh, warte mal. Ach, das ist ein Gürtel. Für dich, Baba. Wow. Es gibt Gürtel für speziell für Barbaren? Wusste ich gar nicht. Bringt mir ein Scheiß. Aber danke. Huch. Ja. Einer der wenigen Monster, die ganz geblieben sind. Aber du zerfetzt sie mit deinen... Ich sag immer Astralklingen, Spektralklingen. Oder ich mit meinem epischen Axtangriffen. Ich weiß, ich muss irgendwie dann, immer wenn ich diese Klingeln anwende, muss ich immer an One Piece denken. Und zwar, wenn der Zorro kämpft, der setzt ja auch immer so Klingen ein. Den drei Schwerterstile und so. Ja, genau. Wer stört uns in unserer Aufnahme? Ja, das war Leon. Wir sind nämlich gerade auf einem Teamspeak, deswegen nicht wundern, wenn plötzlich die Stimme kommt. User joined your channel. Weil nicht jeder weiß, dass wir gerade in einer Aufnahme sind. Wir haben die auch nicht informiert, die waren damit beschäftigt, ihr. Und jetzt werde ich bestimmt von ihm angeschrieben, bestimmt fragt er, wann seid ihr fertig? Ja, bestimmt will er Minecraft spielen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier die Wand lang. Irgendwo muss es ja reingehen. Bisschen zerrissen hat. Winnie, das machst du falsch, ich jetzt so. Ich benutze irgendwie kaum meine dritte Fähigkeit, Eisrüstung.
Obwohl die ganz gut ist für Nahkampf. Ich pfeife eigentlich alle möglichen Skills, die ich habe, in meine Gegner rein. Immer sagen, wir müssen eher hier an der Wand lang gehen. Irgendwo muss es ja in das Ding reingehen, vielleicht. Du willst da bestimmt rein. Hier ist ein Weg. Lose Steine. Mit Gold. Sonnengebleichte Leiche. Mit nichts. Ach, guck, hier geht's rein. Oder auch nicht. Okay, dann mussten wir doch links rum. Ich find's total lustig, in so einer heißen Gegend hinterlasse ich Eisspuren. Also, du ziehst so ein Ding hinter dir her. Nee, ich hab gerade meine Eisrüstung an, also diese Fähigkeit, die aber nach kurzer Zeit immer nachlässt. Schatztruhe. Mit einer Armbrust. Weitkolben bei mir. Ach ja. Ja! Ich denke immer, das sind so viele, aber die haut man ja alle mit One-Hit weg. Alter, ich spring da gerade rein, mache einen Linksklick Standardangriff mit meinem Spaltangriff und hab die alle hier mit einem Schlag weggehauen, hey. Hör mir auf, du. Nochmal, warte, nochmal. Pam! Pam! Alter, bin ich brutal gerade. Ah, die Äxte, wo ich hier aus meinem Ding ist, glaube ich, mir übergeil. Ich glaube, die habe ich sogar. Einen habe ich doch von meinem Magier. Und einen habe ich von meinem Dämonenjäger noch. Da finde ich die Fähigkeit ist echt praktisch. Boah, was ich gerade gesehen habe. Wenn du die. Ich sag jetzt mal, die Projektile von diesen Wespenviechern zurücklenkst, die ihre Schützen treffen, killen die. Ja, das kann gut sein. Also es kann nun mal sein, dass ich halt durch die Druckwelle die Viecher in deine Richtung lenke. Ah, macht ja nichts. So viel Schaden machen sie jetzt auch nicht. Da warte, Winnie, komm mal her, das musst du jetzt mal angucken. Oh, ich habe hier einen Gegenstand, den ich erst mit Stufe 18 freischalten warte, kann. Warte, pass auf. Pam! Ey, nicht weglaufen. Ich glaube, ich habe da gerade schon wieder Köpfe weggeschlagen. Die sind gerade irgendwie Blitzefunken davon geflogen. Einer von meinen Waffen macht, glaube ich, Blitzschaden, oder? Spiegel des Bären, das müsste eigentlich ein Amulett sein, oder? Ne, ich glaube, das ist eine Mönchswaffe. So wie deine Bücher. Meinst du? Nein. Das sieht mir aus wie ein Buch. Warte. Also im Inventar sieht's aus wie ein Spiegel. Ach, das kannst du dann Begleiter geben, wenn du Solo spielst. Ach so. Okay. Kannst ja Begleiter mitnehmen, wenn du Singleplayer spielst. Nochmal guck. Zack. Komm. Randalieren, töten, zerfetzen, metzeln, schlachten. Da fliegt der Kopf. Touchdown!